Ja, willkommen zurück, liebe Leute. Herzlich willkommen zu Ein Leben und ein Tod im Multiplayer. Wir sind hier auf der Suche. Also ich war letztens im Haus, hatte jetzt gerade eine Aufnahme gestartet, musste leider kurz ans Telefon, deswegen starte ich einfach die Aufnahme neu. Ist ja doof, wenn ich jetzt wieder hier von irgendwie dazwischen abbrechen muss. Ja, entschuldigt, ich muss mal ganz kurz den Timer stellen. Es wird heute ein bisschen kürzer gehen, aber ich denke mal, das passt. So. Ihr seht ja oder ihr merkt ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen von meiner Stimme her. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen angeschlagen. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, um es auf Deutsch zu sagen. So, wir sind ein bisschen außerhalb der Stadt unterwegs. Ich brauche ein paar Federn. Federn habe ich ja. So. Ich brauche ein paar Federn mehr. Ihr wisst ja, Federn, Pfeile. Notwendig. So, hier ist eine Bitch. Also eine Krankenschwester. Hallo. Guten Tag. Freundlich. Danke. Blut und einmal Alkohol. Okay. Können wir gleich ein First Aid Kit herstellen, ne? Ja. Mal her, das Ding. Okay. Federn sind ja echt sehr wenige. Eine Leather schätzt, okay. Ist das gut oder was? Schlägst du mir irgendwas? Ja, Entschuldigung. Ach, hier ist ein Nest. Oh, drei Federn gleich. Sehr gut. Vor allem fürs Jagen brauchen wir die, ja. Davon ist noch ein Nest. Sehr gut. Ja, wir haben jetzt ein paar Pfeile fallen lassen. Und wir wollen natürlich noch ein paar bauen. Oh, Mensch, dieser blöde Bug. So, wir haben jetzt hier noch ein Nest zu finden. Rechts ist noch ein Nest. Hoffentlich auch nochmal. Ein paar Federn, genau. Die machen wir mal weg. Was hast du dabei? Ein Beagle. Ach komm, nehmen wir nochmal mit. Ich habe zwar schon welche, aber egal. Hier ist noch ein Nest. Okay, da war nichts drin. So, komm mal her hier. Ja. Tier. Schön, schick. Danke dir. Kacke. What the hell, ey. Und, hier. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Loot mal, ne? Bevor die anderen kommen. Hallo? Oh, Mann. Das klappt schon sehr gut. Ja, das. Das ist ein Busch-Sound, sehr schwierig. So. Die Dicken muss ich auf jeden Fall mal looten. Da könnte auf jeden Fall was drin sein. Ich bin Level up. Aufpassen mit meinem Leben. Oh Gott.
Hätte es gleich vorbei sein können. Und wir nehmen noch ein Verband rein. Dann geht's schnell wieder hoch. So. Unsere Ausdauer war zu niedrig. Okay. Die Ausdauer war zu niedrig. Okay, wir schmut auf jeden Fall mal kurz den Dicken. So. Alles klar. Die Party mach ich so. Ja, komm her. Geh doch. So. Meine Liebe, du könntest ja noch was haben, was mir gefällt. Deswegen bist du auch noch dran. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch den Dicken. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen Luft. Ja, ist ja gut, hä? Kannst ja gut schlagen, aber ich habe wieder volle Ausdauer. Ist, über 50% Ausdauer ist natürlich Stun-Möglichkeit des Gegners. Das heißt, er kann sich nicht stunnen. Hier hinten auf uns ein Schwein, das ist weg. Okay. Erstmal den schnellen hier. Dann die. Dann die. Immer nacheinander kommen, Leute. Nicht streiten. So. Krankenschwester zuerst bluten. Skillbuch einsacken. Haben wir schon, okay. Machen wir zu Seiten. Da ist noch ein Kriecher. Okay, Leute, wir haben natürlich jetzt ein bisschen aufzuräumen, die Stadt hier. Vielleicht vor allem Gegenden, die ich noch nicht war. Und meine Achse, meine Keule ist vielleicht kaputt. Also mal schauen. Da ist ein Rohr drin. Wir haben mal ein paar Rohre einstecken. Das heißt, wir können vielleicht mal reparieren. Denn so eine Keule kriegen wir jetzt so schnell nicht wieder. Die ist echt gut. Auch schon in der Farbe. Die Graustufe. Unter 100. Ja, komm her. Hallo. So. Ah, da kommen noch ein paar. Ja, das ist jetzt alles halb so schlimm. Ein bisschen Platz. Ja, ist ja gut. Hm? Hier ist so ein Keller drin. Sehr gut. Ja, hab mich natürlich jetzt voll gestunt und Biohass hat gemacht. Das heißt, ich muss gleich mal gucken, dass ich eine Pille bekomme. Die habe ich, glaube ich, oben in dem, in der einen Kiste drin. Das passt also. Ist natürlich jetzt ungünstig. Wir machen jetzt noch die hier weg. So, wir machen jetzt mal ein paar zu Scrap Metal. Das werfen wir weg. Das werfen wir weg. Die Keule ganz kurz reparieren. Denn ohne Keule ist schlecht zu kämpfen. Ja. Okay. Hallo, Dicker. Ja, dann wollte ich auch. Sehr gut. Schmerzpillen tun wir uns auch auf jeden Fall was reintun. Reinpfeifen. Ihr wisst schon. So. Und wir gehen das Haus hier rein. Wir haben jetzt relativ Ruhe. Da ist noch eine komische Dame. Die ist tot. Und wir gehen rein. Ah, okay, ist wieder verbuggt. Die
Ja, die ist nicht existent, obwohl sie da ist. Okay. Und ihr wisst ja, wir werden ein Leben, ein Tod weitermachen. Auch jetzt, wenn Alpha 12 wird. Das wird nicht mehr lange dauern, bis das da ist. Sie haben gesagt, so 6 bis 8 Wochen oder 4 bis 6 Wochen so rum dauert das mindestens. Aber dann wird definitiv ein Alpha kommen, weil sie dann stückchenweise releasen werden, so wie sie schaffen. Okay, Fleisch nehmen wir einfach mit. Wir brauchen es ja eh. Und hier sehen wir nichts. Das heißt, mal die Lampe an. Oh, gut. Was hat er denn drin? Okay, das ist natürlich, was ich nicht mitnehmen kann. Ne? Ich merke mir einfach, dass hier oben ist. Okay, die Keule ist jetzt irrelevant. Sonst ist nichts hier oben. Gut. Ich gehe mal in den Keller. So, hier habe ich einen Rucksack. Ein Cowboy-Hut. Habe ich ihn? Nein. Ja, habe ich. Dann haben wir hier einen, okay, einen Stock. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Gucken wir mal, ob wir. Ich glaube nicht, aber ich glaube, uns fehlt noch ein Teil für die Shotgun. Ja. Okay. Ist wieder mal kaputt. Dauert 15 Sekunden weniger. Hoffe, dass sie da oben nicht direkt wissen, wo ich bin. Klingt nicht gut. So. Wir haben hier ein Pistol Parts, ein Pistol Receiver. Mache ich zu Scrap Metal. Und das ist gut. So. Passt alles. So. Gehen wir wieder. Dieses Short oder Long Barrel fehlt uns. Aber das denke ich mal ist kein Problem. Irgendwann haben wir das auch. Okay, ja. Wir haben eine 7er. Was haben wir? Eine 85er. Ja, toll. Dann machen wir das zu. Etwas, was wir vor uns weggeworfen haben. Auch gut. Ja. So. Zwei Bücher. Auf jeden Fall mit. Sonst ist hier nichts in dem Haus. Ja, gehen wir mal zurück und klären uns mal ganz gemütlich. Ah, hier ist eine Tasche auf dem Fußweg, auf dem Weg. Ein bisschen Wasser nehmen wir natürlich gern mit. Nehmen natürlich auch mit. Das ist alles so jetzt nur noch Gelute, ja. Das ist so dieses typische Anfang, den man halt so hat. Looten gehen. Etc. Nichts weiter drin, was wir brauchen. Und wir waren in dem Haus da vorne drin. Ihr seht schon, wir haben noch sehr viele Häuser, die wir hier looten können. In denen da waren wir, glaube ich, drin, ja. Sehr viele Häuser, die wir looten können. Auf
jeden Fall. Wir haben noch so viel zu erkunden. Zum Beispiel hier reingehen. Vielleicht ist da ein Long- oder ein Short-Barrel drin. Dann kann man schon mal eine Schrotflinte bauen. Und die Munition dazu können wir auch bauen. Rein theoretisch. So, die Zeit sagt, sie möchte nicht mehr. Aber wir sagen, wir müssen jetzt noch rein. So. Ja, mit einer Axt da reinzugehen ist nicht so sonderlich klug, aber es geht. So. Genau, hier ist nämlich noch ein Safe. Was gibt's so Neues? Also, ich versuche natürlich wieder morgen Livestream zu machen. Der Livestream wird, also heute, wenn ihr das ansieht, ist es heute Abend, wird aber wahrscheinlich nicht 7 Days to Die sein, sondern ich werde mal Elder Scrolls Online spielen und ein bisschen PvP rumlaufen auf dieser PvE-PvP-Map und werde mich da mal ein bisschen versuchen. Gut, da ist nichts drin, was ich jetzt brauche, jetzt gehe ich hoch. Werde mich da versuchen, mal ein bisschen entsprechend Hallo? Okay. Werde mich dann ein bisschen versuchen, die Welt ja ein bisschen leben zu verlassen. Also wenn ich dann da spiele, dass ich da nicht gleich sterbe. Ich lege mal das Fleisch hier rein. So. Essen haben wir auf jeden Fall ein bisschen was da. Nehmen wir mal das Chili und die Tuna. Pille. Werde ich erst in der nächsten Aufnahme nehmen. Da ich ja eh jetzt aufhöre. Genau. So machen wir das. So. Nee, das brauche ich ja eigentlich für was anderes. Das Wasser ist für was anderes gut. Wir nehmen das hier. Trinken lassen. Genau. Was haben wir hier? Ach ja. Da können wir ein paar Ersatzteile hier unten reintun. Das klingt dann im Plan. So. Eigentlich kann ich das schon wieder wegschmeißen, weil ich brauch's nicht mehr. Mit 2 Stück. Auch gut. Das Brot dazu haben wir jetzt auch. Alles sehr gut. Wir haben viele Sachen, die das Leben schöner machen. Ja, das ist immer noch meine Müllkiste hier. Wird später dann im Laufe der nächsten Folgen etwas aufgeräumt und umstrukturiert und sowieso anders eingezogen. Also das hier ist nur eine vorübergehende Behausung, von daher. Und machen wir unsere Axt mal ein bisschen ganz. Die ist auch wichtig. Ja, und alles weitere in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ein Leben und ein Tod. Und für alle, die vielleicht neu eingeschaltet haben, ein Leben und ein Tod heißt, wenn man stirbt, beginnt man neu. Und das kann heißen, dass es schmerzhaft, aber sicher ist, an einem bestimmten Tag ist der Tag zum Sterben gekommen und man muss neu beginnen. Ist in der Vergangenheit bei mir schon öfters passiert, wenn ihr meine Folgen anschaut, dann seht ihr das. Ansonsten würde ich mich freuen, halt, wenn ihr wieder anschaltet. So, da die Forge. Da brauchen wir noch eine Forge. Damit wir eine haben. Da können wir schon mal Eisen schmelzen. Und so weiter, ne? Also, schaltet wieder ein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lars von Survival.